Wunderschön, meine Freunde. Und willkommen bei Max Beatshop. Dieses Video hat keine Zeitblase. Also null. Es ist Karfreitag und nehmt es jetzt gerade auf. Warum nehme ich das auf? Ich brauche noch einen kleinen aktuellen Stand, was hier so abgeht in der Gurkenhalle und sowas. Ne? Weil eigentlich alles, was jetzt an Videos groß danach kommt, alles woanders spielt. Auf Roadtrip. Das heißt, es kann auch nicht groß betreffen. Das heißt, es wird nicht groß spoilern. Deswegen nutze ich diese Chance aus, das mit euch mal eben alles durchzukauen. Also erstmal, ich bin jetzt ja auf Robo-Roadtrip in den nächsten Tagen. Mit meinem Robo halt. Richtung Köln. Und ich schwöre euch, das ist so ein wilder Trip. Ich kann so viel spoilern schon mal. Der ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, er ist nicht immer von selber angesprungen. Und er war auch nicht fahrbereit eine Zeit lang. Und hat ganz viel Ärger gemacht. Also nur so als Spoiler. Das heißt, die ganze Geschichte hat leider einen Plot-Twist. Aber anderweitig habe ich sehr viel wilden Kram erlebt. Zum Beispiel Uwe Ludolf, Michael Manosakis, Fred, Marco Degenhardt, also Fred ist hier Freds Revier, Marco Degenhardt ist da mit drin. Ich habe ein riesiger Trip. Markus, gerade 76, was aus ihm geworden ist und was für Probleme der aktuell hat. Er hat wirklich dicke Probleme, alter Schwede. Und was auch mein Rekord geworden ist. Und wieso das so lange dauert. Also, noch viel mehr tatsächlich. Noch einiges mehr. Ultramar Köln noch. Also, glaubt mir. Dieser Trip mit diesem Fahrzeug, was übrigens jetzt hier in dieser Halle steht, das heißt, ihr könnt es im Museum noch angucken, wird wild. Und da will ich deswegen gar nicht mal so mega viel spoilern. Außer halt euch zu sagen, Alter, guckt euch den Scheiß an. Der wird echt wild. Geht, ich weiß gar nicht, ob es morgen schon losgeht. Ich muss mal im Schnitt mal gucken, weil heute Abend bin ich mit Schneiden wieder dran. Okay, gut, pass auf. Erstmal habe ich ein paar Fake News für euch. Ich habe leider selber Fake News gestreut. Selber. Das Gurkenmuseum hat dieses Jahr Eröffnung am 1.4. Das ist Ostersonntag. Ostermontag. Fast schon wieder versaut. Und ich habe in ganz vielen Intros drinstehen gehabt, diesen Sonntag Gurkenmuseum. War ich ein bisschen blöde, weil ich die halt schnell geschnitten hatte, die Videos, also auf ganz schneller Basis, weil ich halt hier halt los musste mit einem Robo. Unterwegs hatte ich nicht so fett die Möglichkeiten, das alles umzutüdeln und umzuändern. Hab die Dinger so hochgeballert und dann habe ich am Ende gesehen, ach du Scheiße, steht da Sonntag. Das heißt, 1.4., also Ostermontag, ist die Eröffnung des Gurkenmuseums. Und ihr seid alle eingeladen. Kann nur geil werden. Hier seht ihr hier. Da, guckt. Da. 1.4., 14.4., 28.4. Das sind die ersten drei Termine. Dann kann es wieder interessant werden, dann kommt schon wieder Bockhorn, dann kommt schon wieder andere Events. Dann ist es eher so flexibel. Also werde ich euch informieren, wenn es aufhat oder nicht aufhat. Kann man nicht fest planen, weil ich ja auch noch nach Afrika will diesen Sommer. Mit der Gurke. Ihr wisst, viel. Wirklich viel zu tun. Gut, pass auf. Egal. So viel dazu, was erstmal hier so abgeht. Ich gehe mal noch eine kleine Hofrunde. Das hier ist das Gurkenmuseum. Ich bin heute schon den ganzen Tag hier. Ich kam gestern Nachmittag nach Hause und habe heute den kompletten Laden einmal auf links gedreht. Das ist also alles so, wie es nach dem Roadtrip ist jetzt aktuell. Ich kann euch das zeigen, weil alles, was wo ich weg war, nicht kurz auf Video kommt. Das heißt, eigentlich ist es sozusagen nur der Abschluss für viele Projekte. Fiete ist leider noch außer Betrieb. Steht auch drauf. Noch außer Betrieb. Vermietung ab nächste Woche. Warum? Ich wollte die Bremse vorne links noch machen, weil die hat letztes Mal gehangen. Habe ich natürlich auch auf letzten Drucker, wollte ich beigehen. Habe ich gesehen, ich habe die gar nicht mehr liegen. Scheiße. Habe ich neu erstellt. Und naja, dann kann Fiete auch erst los. Ne? Guck mal, wie niedlich. Deswegen muss ich noch auf nächste Woche verschieben. Das heißt, diesen Montag am Gurkenmuseum ist Fiete hier auf der Bühne. Ich will doch nicht viel ändern, das wird ungefähr so bleiben von der Art her. Seht ihr es? So, ne? Weil der Doppeldecker passt ganz gut. Ne, Fiete ist also aktuell noch offline. Ab nächste Woche, ab übernächste Woche für euch, ist er drin. Gut, so viel dazu. Bisschen scheiße gelaufen, weil mein Plan war ein bisschen anders. Aber gut, ich habe so viel Scheiße gleichzeitig im Ohren momentan. Was soll ich machen? Allein das war schon genug Scheiße. Ja, wartet auf die Videos. Wird wild. So, gut. Weiter geht's im Programm. News erstmal in der Gurkenhalle, dann der Plan, wie das mit dem Museum laufen soll. Ja, warte, ich putze mir die Linse nochmal schnell. Auch mit dem Shop. Wir haben Spezialangebote am Start, die zeige ich auch gleich. Hier auf dem Hof gibt es auch ein bisschen was zu gucken für euch. Also gibt es sehr, sehr viel. Wir haben sehr, sehr viel Getüdel jetzt. Also das Museum beginnt um 11 Uhr, so wie immer. So Mittagszeit, 13 Uhr die Ecke, beginnt meine Führung. Dann führe ich euch durch meine Kuriositäten, in Kombination mit Harry seiner Führung. Das heißt, wie man es so hier im Museum kennt. Wir haben wie immer warmes Fleisch, also warme Bratwurst
Und wir haben hier von Kelly, ne, und wir haben hier, ja, und wir haben wir noch, ja, halt ein bisschen Kaffee und Kuchen haben wir auch am Start. Das heißt, ihr geht hier nicht leer aus. Das heißt, eigentlich fressen mitnehmen braucht ihr nicht, kümmern wir uns rum. Sonst ist halt so wie immer. Ihr seht, ich habe vorhin schon mal alles aufgebaut, weil ich die Woche jetzt Wochenende noch viel mit Familie machen will. Habe ich gedacht, zeige ich mir den Tag heute um die Ohren und bereite schon mal alles so ein bisschen vor. Alle Fahrzeuge ein bisschen geputzt, alles rausgeputzt. Mein Vater war hier am Arbeiten, während ich weg war. Muss ich schon wieder ein bisschen was aufräumen, das ging aber noch. Ihr seht vorne, die Sitzecke ist schon fertig. Hier, bei Holger im Tresenraum haben wir auch schon einiges geändert. Da wird er auch schon wieder modifiziert. Ne, das heißt, was haben wir noch so? Seht das Licht an. Kein Holger da, der kommt erst Sonntag, also kommt schon einen Tag vorher. Und macht das in der Eisenbahn ein bisschen weiter, der erzählt. Hier Kaffee, man kennt ihn. So wie immer, auch schon alles sauber. Ne, alles schon komplett durchgewischt, alles schon vorbereitet. So bezugsfähig die Kiste hier. Seht ihr das? Zack, alles wunderbar, wie man es kennt. Auch der Wasserschaden ist beseitigt. Haben wir auch nochmal komplett das Dach abgedichtet. War ein bisschen Liebe, mussten wir da reinstecken. Anders ging es nicht. Auch neue B-Deckel-Themen ist an der Wand. Hat Anna gemacht. Ne? Einige Neuigkeiten sonst hier. Hier seht ihr, Tresenraum kennt man so. Hier gibt es den neuen Shop. Hat sich Jörg ausgedacht. Mein Schwiegervater. Hat er ja echt drauf so. Ne? Das ist ja echt sein Gebiet. Wenn du was Kabel denn? Da habe ich aufgesteckt. Hätte ich mal eben reinstecken können für euch. Hier spielt auch Licht an, wieder alles beleuchtet, alles beim Alten, wie ihr es so kennt. Guck mal, das ist dann hier. Der neue Spiegelshop. Das ist übrigens alles Einzelstücke, die kann man aber auch erwerben. Gibt es hier auch so einen Sonderpreis tatsächlich. Das ist das eine Ding, glaube ich, noch eine Speedshop-Lampe, die hat mir der 3D-Lampe mitgegeben, der Dirk. Danke dafür, Alter. Die wollte ich nicht verkaufen. Und dann haben wir auch ein Sonderangebot. Das kommt der Speedshop-Spezialdings. Die Max Speedshop Museumsuhr. Die kenne ich doch gar nicht, die ist nämlich neu. Spezialpreis 25 Euro. Ich habe gerne Panzertape gegurkt, ne? Bin ich voll stolz drauf. Aber deswegen, später landet ihr im Gurkenshop. Online hier halt für ein bisschen mehr Geld. Wie gesagt, aber hier, wie gesagt, zum Museum zur Eröffnung, Sondertarif. Trinken ist da. Wir haben Cola, wir haben Fanta, wir haben Sprite, wir haben Kaffeesonne. Wir haben hier Booster Cola. Das heißt, euer Landlingssohn ist auch da. Wenn man noch Nachschub da, falls das irgendwann mal leer gehen sollte. Auch kein Problem. Haben wir schon alles hier gebunkert. Da, seht ihr? Wir haben gerade richtig fleißig gewesen hier. Seht ihr, wie voll das hier ist. Alter Schwede. Das war noch eine richtige Aufräumaktion. Also für mich ja dieses Wochenende, für Gordon und für Tina auch. Die haben auch noch relativ viel gerissen hier. Ja, so viel dazu. Also, Museum, 1.4. Wisst ihr Bescheid? Kann geil werden, dieses Wochenende, Alter. Das wird richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Vor allem die ganzen alten Leute wieder zu sehen, die man halt jetzt auch schon ein halbes Jahr lang nicht gesehen hat. Sonst, ich habe die Verkaufsautos vorne noch markiert für den Kofferraum in der Karre, wer weiß. Der Golf 3 ist übrigens mein Favorit, der ist ziemlich cool. Aber egal, komm, ich habe noch was für euch. Ich habe noch ein bisschen was für euch, ein bisschen was zu zeigen. Wird auch einen aktuellen Stand haben. Also momentan beschäftigt mich Folgendes. Das ist jetzt sozusagen, jetzt müsst ihr euch vorstellen, nach dem Roadtrip, ne, den ihr jetzt die Tage im Video seht, der wirklich extremst wild wird und extremst Nerven aufreibt. Vor allem für mich. Und für die Karre hier, alter Schwede. Naja, es ist aber selber schuld. Eine Sache ist kaputt gegangen, die ich hätte vorher heile machen können. Pass auf, hier seht ihr, alles von allen. Fiete leider außer Betrieb. Ist klar, seht ihr in dem nächsten Video, wie wir den Wagen wieder auffrischen und wieder auf die Straße bringen. Der Strich 8 ist wieder hier. Hat hier Winnie und Jörg, das sieht noch im Video die Tage, haben noch eine Schnelllüranlage eingebaut, also der Wagen ist wieder fahrbereit. Ich werde nur noch am Montag jetzt auf Gordon, wenn der das andere Projekt fertig hat, was wir gerade auf der Bühne stehen haben, geht das hier weiter. Guck mal, da gibt nämlich noch neue Reifen. Die habe ich nämlich auch noch liegen. Zwei Reifen liegen schon bereit. Das sind diese hier. Da, guck, da. Die hier. Und die anderen beiden neuen Reifen, die liegen da hinten, müssen noch aufgezogen werden. Alles schon gut, die sind ein bisschen Ordnung ist hier geschaffen worden. Die MZ ist soweit fertig. Also bin noch nicht mal gefahren, aber die Batterie ist verbaut. Gordon hat den Batteriekasten umgetüdelt noch. Hat er während meiner Abwesenheit alles gemacht. Wenn ich den Schlüssel umdrehe, geht da auch eine Lampe an. Geil, ne? Die ist auch schon mal ready. Hier ist schon alles entstaubt. Die Konsole geht wieder. Ich muss das Ding dann nochmal hinstellen da vorne. Konsole ist wieder am Start für die Kinder. Die Playstation für die Kinder ist auch wieder am Start. Ja, auf der Bühne bei Gordon steht mein Auto, leider. Ja, mein Senator. Der hat nämlich jetzt, ich würde gerne mal sagen, dass er den Nacken abgemacht hat. Ich hatte nur ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich habe gesagt, Alter, jetzt kriegst du mal ein bisschen Wartung, weil ich will ja mal ein bisschen fahren. Und Wartung war jetzt nicht unbedingt das Nummer 1 Wort bei dem Auto. So vom Ding her so, ne? Deswegen ist jetzt Gordon gerade dabei. Kriegt eine neue Wasserpumpe. Die da passt leider nicht.
Der Riemen passt übrigens auch nicht. Super toll, kann ich wieder zurückschicken. Der Ölfilter passt wenigstens. Und neue Zündkerzen kriegt er einmal rundum. Seht schon, das sind teilweise verlegt. Der Kühler muss noch raus. Thermostat kommt noch neu, das habe ich auch kaputt. Hier, neue Kerzen sind da auch am Start. Einer habe ich schon neu bestellt, alles abgebrochen letztens. Ja, und die muss auch da raus, die Schrott. Hast du das überlegt, weil die ist richtig schwer zu kriegen mit diesem Flachriemen, ne? Hast du das überlegt, ob ich die einfach aus Rainer sein 3er24 vorher ausbaue? Weißt du, die ist ja erst 18.000 gelaufen. Die ist alles neu, weil es ist nämlich die gleiche, die ist da hinten. Aber mir entschieden, nee, lass mal lieber. Lass mal den Motor unangetastet, weil der wird irgendwann mal eine geilere Zukunft haben, außer Teilträger zu werden für mich. Ja, das ist aktuell das Problem. Bin momentan ein bisschen daily los. Halt. Ich will morgen mit den Kindern dann so, muss ich morgen mit dem Kübel fahren. Ja, wie gesagt, heute bin ich Caprice gefahren. Der ist aber jetzt hier drin. Ja, morgen fahre ich wahrscheinlich mit dem Kübel, weil Wetter auch gut werden soll. Und danach mit einem Strich, ach, wenn er fertig ist. Der braucht noch ein bisschen Liebe. Wie gesagt, der schreit noch nach Liebe. Lieb mich, sagt er, lieb mich. Also ein bisschen braun streichen. 10 Tage, das heißt, wir machen die Tage wieder ein bisschen Fuhrparkpflege. Abschleppen haben wir in den Such, steht in der großen Halle, steht schon bereit für die Führung. Für die Gurkenführung. Sonst hier was Neues? Nur eben für euch so, auf schnelle Basis. Ah, gucken wir mal eben. Polo, hat mein Vater gefahren, die ganze Woche, wo ich weg war. Er läuft, macht einen guten Job. Aber braucht ein bisschen Liebe auf jeden Fall bald. Also muss da hin, nicht anders. Der Volvo hier hat neue TÜV, habt ihr auch im Video gesehen. Oder werdet ihr noch im Video sehen, bin ich ganz sicher. Vom Schnitt her. Der geht aber an Petra. Dafür kriege ich diesen Benz. Das ist mein Benz hier, der mein 190er, der hier steht dann. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir uns den Laufen kriegen. Der Projekt hat sich ja nicht geändert. Aber ist meiner. Oder wird meiner, mein Gurken-Benz. Ja, und der Vectra. Ah, hat sehr Furore gemacht in den Kommentaren. Viele wollen ihn haben, viele haben ja schon angeschrieben, ob er zu verkaufen ist. Klar, viele schreiben auch, ob ich soll ihn behalten, weil das halt so ein seltenes Auto ist. Ne? Also in dem Zustand wenigstens und in der Laufleistung. Kann ich verstehen, ich sehe ihn aber nicht hier im Museum. Das ist so ein Auto, das muss halt gefahren werden. Der hat das nagelneue Reifen drauf, der hat einen neuen Zahnriemen gekriegt, komplett. Ne? Das hier reparieren wir nochmal mit anderer Geschichte hier, das ist noch ein bisschen, das ist ein Gurke hier. Aber für den TÜV hat das mal gereicht. Also TÜV soll sehr über uns hinfahren, hat er nicht ganz geschafft. Dann ist der Wagen, jetzt kommen wir wieder zum Thema, was wir letztens gehabt haben, dann ist der Wagen auf eigener Achse zum TÜV gefahren. Auf Mittwoch mit Gordon und Tine. Mittwochs TÜV-Tag, Wessea, Wilhelmshaven. Heißt 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. Gut, die beiden also auf dem Weg mit dem Auto, auf dem Dreiviertelweg, kackt die Benzinpumpe ab von dem Ding und die Karre bleibt liegen. Standen am Straßenrand, haben sich bedankt. Riesengroßes Bamborium, Gehauerei, Gemecker, auch bei mir am Telefon. Alter, ich wurde auch angerufen. Ich war in Köln, ich konnte auch gar nichts dafür. Ne, und naja, letztendlich habe ich mich dann entschieden, ich komme mal nach Hause und schleppe die Karre erstmal ab. Naja, so lief das. Also jetzt, Tag später, der stand ganz sicher. Also neue Benzinpumpe braucht er noch. Wir haben das Thema Biosprit gehabt, ne, mit Standzeit. Wo mir viele nicht glauben, das stimmt so nicht, kann nicht so sein. Nein, es ist so. Die haben irgendwas an, irgendwie haben die den Sprit gepanscht in den letzten Jahren. Aber ist ja egal. Wenn man es jeden Tag gefahren wird, ist das Problem nicht. Das sind so Typen wie mich, die halt Sachen 1000 Jahre stehen lassen haben wollen. Oder wie der halt, der seit 3 Jahren gestanden hat. 3 Jahre ist auch keine Zeit. 61.000 gelaufen. Ich finde nicht, wie die Pumpe von innen aussieht. Für den Arsch. Gut. So viel dazu. Gut, das war nur ein aktueller Stand, wie es momentan hier im Gurkenmuseum ist, wenn ihr jetzt hier aufschlägt, jetzt am Montag. Ich will mal hoffen, ihr freut euch auch, ich will mal hoffen, ihr kommt zahlreich, weil ne, wir haben uns auf jeden Fall auf zahlreiches Kommen haben wir uns auch vorbereitet. Ne, ihr seht ja die ganzen großen Wege, dass man auch einen Rollstuhl hier durchfahren kann und sowas. Ne, das ist für dieses Jahr, freuen wir uns schon drauf. Dann wieder alle 2 Wochen offen, habt ihr alle gesehen. Es steht alles bereit, ihr könnt euch alles angucken. Guck mal nochmal, Golf 3 BBS, habe ich noch einen Strich 8 gefunden, ich will vergessen, dass ich die hatte. Geil, ne? Ja, der Corsa, Rennreifen. Die waren noch mal für den Linksen da, so universal. Universaler als die geht's gar nicht. Ja, aber wir wissen, was ich meine. Gut, Freunde, das war nur ein kleines Zwischenvideo. Keine Sorge, das Daily-Alltagsvideo kommt trotzdem. Ich will euch nur eben sagen, also wichtig ist für mich jetzt halt, dass ihr wisst, dass das, übrigens hier, die Zündapp ist fertig von Gordon. Geil, ne? Wichtig ist, dass ihr wisst, dass das Museum am 1.4. auf einen Montag auffahrt. Kommt nicht am Sonntag. Am Sonntag ist keine Sau hier. Ne? Auch wenn man Intro ausgesagt hat. Hier wird keiner sein. Harry ist nicht hier, ich bin nicht hier, Gordon ist nicht hier, keiner.
Ihr steht einfach nur vor geschlossenen Türen und könnt euch hier Verkaufskarren angucken. Was ja eigentlich auch nicht der Sinn dahinter ist. Also, Leute, bis zum 1.4. Ich freue mich auf euch. Ihr hoffentlich auch. Munter!